Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Dark Souls 3, Folge Nummer 26. In der letzten Folge sind wir hier dem Kollegen begegnet, Patches, aber in der Kapelle des Abgrunds. Dort hat er uns verarscht, hat als Secret von Katharina ausgegeben, hat uns in eine Falle gelockt, um uns zu töten. Wir haben es natürlich überlebt, sind hier dann nach Hause und zufälligerweise wollte ich hierhin, ich weiß auch gar nicht wieso, vielleicht gar nicht für die Quest hier, und da hat er uns wieder eingesperrt. Und jetzt müssen wir den Weg rausfinden. Aber wir kennen ja einen Weg raus, ist ja kein Problem. Und hüpf. Oh, die Tür haben wir sogar schon geöffnet. Hatte ich ganz vergessen. Oh. Haben wir sogar ein bisschen Schaden getradet. Und warum bin ich jetzt hier außen rum gegangen? So, und Patches steht jetzt hier. Ah, okay. You're alive. Now, hold your horses. Let's have a nice talk about this. I'll come clean. I did you wrong. I didn't mean it, though. Not one bit. You get these urges, running the business and all, and I hate myself for it. I do. You know what I mean. Terrible, really. But I can see you'll forgive me. You're alive, after all. And that's what counts, right? Ja, ich vergebe ihm. Oh, fantastic. A wily second chance. Oh, I knew you'd understand. I just knew it. The heart of a lion. A model for the rest of us. A true friend. Forever. Oh, ihr seht, wir können jetzt auch Zeug bei ihm weiterhin kaufen. Finsternis-Pfeile zum Beispiel, die kommen ganz... Gift-Pfeile, sorry, die kommen ganz gut. Jo, wir können auch hier Zeug verkaufen. A slinking rodent. But he did me a good turn back in Lothric Dungeon. Doubtless I should do something about that little dead. Well, maybe not. Well, I hardly believe he's still standing. Ja, und ihr seht auch, ich hab's euch versprochen, der Typ hat damals Greyred eingesperrt. Was für ein Arschloch, oder? Mal im Ernst jetzt. Okay, das haben wir schon gehört. Ich mache aber mal einen Timer schnell an. So. So, jetzt mal gucken, ob Greyred vielleicht einen tollen Dialog für uns hat. Der freut sich, ja? Hey, Greyred. Musst du was erzählen, Bro? You can keep them. Okay, schade, er sagt nichts. Goodbye. Gut, als nächstes. Ich schau gerade mal, wir müssen, glaube ich, auch was abgeben. Foliant des Abgrunds. Ja, müssen wir. Und dann pflanze wieder rum. Bla, das ist aber verboten. What's this? Champion of Ash, this divine tome is forbidden. These are dark tales of things that lurk deep within men. These stories would not please you. Of course, if you insist, I will read them for you. Only, they frighten me so. The little creatures that nibble at me in the darkness. Have a play. Ja, ihr kennt das Gequatsche. Ich habe euch auch schon erzählt, wenn wir es jetzt zwingen würden, uns den Scheiß beizubringen, dann würde er hier Aegon sie wegbringen. Und so weiter und so weiter. Als nächstes
müssen wir zu unserem guten Freund Sigurd gehen. Und zwar zur Kapelle der Läuterung. Und jetzt zu dem Brunnen. Oh, ich hoffe, so ist da. Warte, muss ich irgendwas machen? Nein. Ja! Funktioniert wie geschmiert. So, ihr seht, wir haben ihm jetzt die Rüstung runtergeworfen. Yay, neue Quest. Neue Gäste. So, mit Sigurd sind wir fertig hier. Und das nächste Mal begegnet uns erst in Initil, was sehr gut ist. Ach, übrigens sind wir komplett durch mit der Patches-Questreihe. Das heißt, die erste Questreihe haben wir komplett abgehakt. Mache ich mal einen fetten Haken dran. Gut. Jetzt geht's gleich weiter mit Henri. Das ist natürlich Schnieke. Wow, what the hell? Ich bin ja auch jetzt gar nicht zusammengezuckt, Mann. Scheiße, was für ein Arschloch. Jetzt können wir hier den letzten Schalter ziehen. Für was auch immer der sein mag. Ich habe keine Ahnung, denn man kann oben nicht drauf. Geh mir da auf den Sack, du Schneckenvieh. Gut, das hätten wir auch geklärt.
Jetzt rufen wir unsere beiden Freunde ran. Horus und Ori. Ich rüste in der Zeit schon mal was aus. So, meine beiden Freunde sind da. Also lasst uns gehen. Ihr seht, wenn ihr die Köderschädel benutzt, spart ihr euch eine Menge Zeit und Ärger. Easy peasy, lemon squeezy war das. Köderschädeltaktik overpowered as fuck. So, euch beiden vielen Dank fürs Helfen. Horus und Ori, wir sehen uns jetzt auch gleich wieder. Ich gehe noch einmal drumherum, nur um sicher zu gehen, dass ich nichts vergessen habe. Nö. Wie immer. Seelen und erstmal zum Feuer, ja genau, zum Feuerbrandschrein zurück. So, das machen wir weg. Und jetzt habe ich auch Upgrade-Material, um mein Schwert hochzuziehen. Jetzt brauche ich schon 4 Stück und der Timer ist auch perfekt abgelaufen. Ich gehe jetzt noch schnell Level up. Welcome home, Aspen. Very well then taken. So. Farewell, Ashen One. Gut, dann war es das bisher hier. Ich danke euch natürlich wie immer fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da oder ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein. Die Feuerhüterin verfolgt euch auch. Haut rein.